Ich habe heute ein Video veröffentlicht, in dem ich 5 unterschiedliche Blockchain-Projekte vorstelle. Es gab verdammt viel Kritik unter dem Video, weshalb ich das Video vorsichtshalber erstmal auf ungelistet gestellt habe. Falls ihr das Video trotzdem sehen wollt, hier oben habe ich es verlinkt. Klickt das Video nicht an, wenn ihr Angst davor habt, dass euch das Video davon überzeugen könnte, Geld in riskante Projekte zu stecken. Diese Projekte, also in die man Geld stecken kann, die sind natürlich riskant, das sage ich eigentlich auch im Video. Vielleicht ist da die Kritik gerechtfertigt, dass ich das vielleicht noch ein bisschen mehr hätte betonen sollen. Ich sage zwar, ja, es birgt Risiken und man sollte da nur Geld reinstecken, was man bereit ist zu verlieren, aber vielleicht hätte ich es einfach noch mehr betonen sollen, dass es zum Beispiel auch 2017 so war, dass alles sehr goldig aussah und alle Währungen sind nach oben gegangen und dann sind alle krass gecrashed. Das kann hier natürlich auch passieren. Manche Coins haben sich seit dem Crash 2017 wieder erholt, sodass die Leute, die damals Geld reingesteckt haben, übelst im Plus sind. Aber manche Währungen haben sich nicht erholt und es kann sein, dass die Sachen, die ich heute vorgestellt habe, zu den Währungen gehören, die quasi dauerhaft crashen werden. Kann natürlich sein. Das einzige Projekt, was ich in dem Video vorstelle, wo man kein Geld reinstecken muss, ist... Oh, krass, es ist gerade 420. Aber ja, das einzige Projekt, was ich in dem Video vorstelle, wo man kein Geld reinstecken muss, ist das Projekt Hai. Da meinten dann viele, ja, da muss man zwar kein Geld reinstecken, aber dafür muss man da seine Daten angeben und man bezahlt mit seinen Daten. Das ist natürlich richtig, aber von dem her, was ich von dem Projekt weiß, ist es nicht so, dass die Datenkollektion der eigentliche Sinn des Projekts ist, also dass die nur deine Daten sammeln und die dann weiterverkaufen und dir deshalb diese Coins geben. Unternehmen, wo das Hauptziel wäre, könnten das viel leichter machen, indem sie einfach irgendein Fake-Produkt ins Internet stellen. Aber da ist es, aber hinter diesem Hai-Projekt steckt tatsächlich ja ein relativ schwierig zu programmierendes System. Der eigentliche Grund, warum man da seine Daten so genau angeben muss, ist, dass dieses Projekt gesetzlich halt als Bank eingeordnet wird und rein rechtlich müssen die da diese Daten von dir abfragen. Aber ja, es ist richtig, es gibt nichts geschenkt, aber ich denke nicht quasi, dass das, womit du bezahlst, deine Adresse ist. Du bezahlst quasi mit deiner Aufmerksamkeit. Die wollen mit diesem Projekt eine Art Bank aufmachen und wenn man jeden Tag eine Frage beantworten muss, um da Geld zu verdienen, dann vergisst du das Projekt Hai-Dollar nicht. Und wenn du dann irgendwann dir Kryptowährungen kaufst und die dann irgendwo lagern willst, dann hoffen die natürlich, dass du dann als erstes an Hai-Dollar denkst und dann das Geld dort lagerst. Das ist so, denke ich, der Mechanismus, wieso die dir das Geld geben. Und nicht irgendwie, dass die da deine Adresse an böse Menschen weiterverkaufen. Natürlich, ich könnte hier auch falsch liegen, aber ich habe mir viele Videos und so da zu dem Thema angeschaut und basierend auf den Videos und den Infos, die ich habe, glaube ich nicht, dass das so ist. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass von diesen Projekten, das Hai-Projekt, wo man kein Geld ausgeben muss, und Soraya, wo ich nicht mal großartig angepriesen habe in dem Video, die einzigen Projekte der vorgestellten Projekte sind, wo ich Affiliate-Links hatte. Also wenn sich wer beispielsweise durch das Video dazu entschieden hätte, in das Deeper Connect-Projekt einzusteigen, hätte ich daran keinen Cent verdient, außer wenn halt sich so viele Leute dann für das Projekt interessieren, dass der Kurs nach oben steigt oder sowas. Aber da hatte ich keinerlei Affiliate-Link für dieses Projekt. Es ist ja nicht mal so, dass ich alle diese Projekte übelst krass gehypt habe, was das Wonderland Time-Projekt angeht, wo es 80.000% Zinsen gibt. Da sage ich ja, dass ich 400 Euro im Minus bin und vergleiche es sogar mit BitConnect, was eines der bekanntesten Krypto-Scams überhaupt ist. Und ebenfalls habe ich einen Ausschnitt eingeblendet, wo der CEO des Projekts das Ganze ein Ponzi-Scheme nennt. Also ich weiß nicht, wie ich da noch klarer hätte sagen können, dass das ultra riskant ist und dass du da das ganze Geld verlieren kannst. Soraya war das einzige Projekt von diesen vorgestellten Projekten, wo ich Kontakt zu jemandem hatte, der das ganze Projekt vermarktet. Und der hat mir dann einen Affiliate-Link angeboten und dass ich eine Karte verlose. Das habe ich halt dann einfach angenommen. Aber meine Meinung, die ich in dem Video zu dem Projekt äußere, wurde dadurch nicht beeinflusst. Das Projekt preise ich ja jetzt auch nicht sonderlich krass an. Ich sage, dass es lediglich für Leute ist, die verdammt viel Geld haben und sehr tief im Fußballspiel drinstecken. Es ist so, als würde man auf den Erfolg von Fußballspielern wetten. Wenn man Glück hat und ein echtes Talent erkennt, steigt der übelst an Wert und bringt dir Punkte. Man gewinnt damit an Wettbewerben. Wenn man Pech hat,
verletzt sich der Spieler zum Beispiel stark und dann ist dein ganzes Geld weg. Dann nochmal kurz zu dem Projekt Planet Watch, wo man Geld damit verdienen kann, dass man die Luftqualität misst. Da sage ich ja zum Beispiel, dass ich mir für 600 Euro das Luftmessgerät auf eBay gekauft habe. Das könnte man mir ja nicht mal 1:1 so nachmachen, weil das kostet mittlerweile fast 1000 Euro auf eBay. Und da sage ich, wie gesagt, auch dazu, dass es mir, selbst mir zu riskant ist, da mehrere von den Geräten zu holen, weil da nicht garantiert ist, wie lange da wirklich so hohe Renditen ausgezahlt werden können. Hier war ich wirklich, finde ich, auch sehr klar damit, wie das Risiko ist. Es könnte sein, dass man Glück hat, man kauft sich so 6 solche Geräte für 600 Euro und die schütten dann noch für 5 Monate lange genug genügend Kohle aus, dass man da schnell im Plus ist. Aber es könnte sein, dass man plötzlich nur noch 50 Euro im Monat bekommt und man dann in 10 Jahren die Geräte erst wieder drin hätte. Da möchte ich noch die Frage beantworten, sind solche Projekte Schneeballsysteme? Gewissermaßen ja, aber nicht so im klassischen Sinne, wo es im Zentrum des Projekts steht, dass die eine Person die andere anwirbt und dann bekommt sie einen Anteil von dem Kauf. Wie gesagt, weil ich bekomme hier keinerlei Anteile, außer bei dem Projekt Hai, wo man nichts reinstecken muss. Aber es ist insofern ein Schneeballsystem, weil je mehr Leute sich für das Projekt interessieren und Geld in die Coin stecken, desto aufgebläht, wird das Ganze, die Coin ist mehr wert. Das war bei Bitcoin so und das ist bei diesen Projekten auch so. Um mit Aktien dick Gewinn machen zu können, muss man ja auch in Projekte investieren, wo mit der Zeit immer mehr Leute die Aktien kaufen, sodass sie steigen. Bei Aktien würden jetzt manche Leute da einwenden, dass der Unterschied ist, dass man da einen Teil des Unternehmens besitzt und man auch am Gewinn beteiligt ist. Und es jetzt nicht nur darum geht, dass der Wert immer steigt. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man Geld in das Deeper Connect Network steckt, ist es ungefähr äquivalent, als würde man eine Aktie von Deeper Network kaufen. Man bekommt ja auch Geld ausgeschüttet, abhängig davon, wie gut es dem Projekt geht. Aber, und ich betone es hier noch ein weiteres Mal, es könnte sein, dass der Wert von den Deeper Coins übelst krass nach unten fällt, sodass wenn ich die Deeper Coins on-staken kann, sie anstatt 10.000 Euro nur noch 1.000 Euro wert sind. Also bei dem Projekt bin ich zum Beispiel zurzeit im Minus. Als ich den Coin gekauft habe für 10.000, war er mehr wert. Ich hoffe natürlich, dass er irgendwann den alten Wert wieder erreichen wird. Ich habe mit vielen von euch darüber diskutiert, ob diese Projekte Scams sind. Aus meinen Augen sind sie es ganz klar nicht, weil für mich das implizieren würde, dass hier die Kunden getäuscht werden. Manche sagen, ja, die Kunden werden ja getäuscht, weil ihnen ja diese krassen Profite versprochen werden, aber die werden ja nicht direkt versprochen. Jeder, der in das Projekt einsteigt, weiß, dass er sein Geld da verlieren kann. Also ich denke, das ist da ganz klar, was da die Risiken sind. Sowas wie BitConnect, das war ganz klar ein Scam, weil da haben die Leute angelogen und haben sie gesagt, ja, es gibt da hier irgendeinen Algorithmus, der Geld für die User kreiert und es gab da gar keinen Algorithmus, gar keinen Trading-Bot oder sonst was. Und bei den Projekten, die ich vorgestellt habe, weiß man ganz klar, was Sache ist. Man weiß, dass man sein Geld auch verlieren könnte. Es wird hier niemandem irgendwas versprochen. Und die VPN-Funktion funktioniert ja wirklich. Oder bei Planet Watch, da wird ja wirklich die Luftqualität gemessen. Also, wie gesagt, ganz offene Karten in den ganzen Sachen. Dann noch ein Einwand, den ich gerade noch gehört habe. Ja, bei Aktien, da gibt es ja eine feste Stückanzahl oder bei Bitcoin, da gibt es ja auch eine maximale Stückanzahl und bei den Coins, die ich sage, da wird ja eigentlich immer unendlich viel Geld gedruckt. Das stimmt schon, dass es ein bisschen ein erhöhtes Risiko ist, weil da sozusagen leichter die Anzahl vermehrt werden kann als bei Bitcoin oder bei Aktien. Aber auch bei den von mir vorgestellten Projekten ist es so, dass es eine maximale Anzahl von Coins gibt. Bei manchen ist die maximale Anzahl natürlich sehr hoch gesetzt und da wäre natürlich ein berechtigter Anwalt, ja, da ist ja die maximale Anzahl so hoch gesetzt, dass es ja sowieso nie erreicht werden wird. Ja, aber da kann man ja dann selbst entscheiden, ob das ein Grund dafür ist, warum man sagt, nee, da wird sicher eine so krasse Inflation herrschen, dass man da eigentlich nur Verlust machen kann. Ja, die Währung wird dadurch volatiler, aber ich glaube nicht, dass man dann sagen kann, dass deswegen es sicher ist, dass das Ganze dann auf Dauer Verlust bringen wird. Und übrigens bei dem Projekt Time, da ist heute nochmal der Kurs hart gefallen. Also ich glaube, von allen Projekten würde ich das
zum jetzigen Zeitpunkt am allerwenigsten empfehlen. Das letzte Video war nicht mehr Werbung für diese Projekte, als meine Drogenerfahrungsberichte Werbung für Drogen sind. Ich habe in beiden Fällen einfach nur meine Erfahrung damit wiedergegeben. Und bei beiden Sachen versuche ich natürlich auch die Risiken zu betonen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nochmal die Risiken bei den ganzen Sachen so klar betont, dass man mir da keine Vorwürfe machen kann. Viele Leute tun so, als hätte ich in dem Video Dinge beworben, wo man jetzt schon 100% sicher sagen könnte, dass man da Geld verliert. Aber das ist nicht so. Das war jetzt auch schon dieses kleine Follow-up-Video. Vielleicht entscheide ich mich dazu auch, das Video später wieder online zu nehmen. Da bin ich mir jetzt noch gar nicht ganz entschlossen, wie der Status des Videos dauerhaft sein wird. Ich bin gerade ein bisschen so hin und her gerissen. Ja.